Das Trinkhorn. Und die Wangelde. Und damit hallo und herzlich willkommen. Wir sollen übrigens öfter unsere Folgen Wir müssen mit Ivan beginnen. Genau, Ivan war es, genau. Ivan! Wobei die Folge jetzt ja nicht so nächste Folge beginnt wieder mit Ivan. Nergorok, wir müssen vorne. Nergorok. Nergorok, wir müssen vorne holen. Warum lädt denn jetzt irgendwer gar nicht? Wir haben doch alle gleich viel geladen. Warum geht's nicht weiter? Weil der Zerg. Jetzt, gucke mal. Ey, gucke mal. Nur du bist noch da und der Vergelder. Das Trinkhorn und ich haben schon geladen. Schon wieder Protoss. Wir müssen vorne holen, ne? Wie macht man denn hier am besten einen Pylon? Einen Pylon? Ja, wir können hier komplett dicht machen, ne? What? Dieser Map. Ja, wir haben zwei Rocks, durch die wir nachher durchkönnen. Okay, dann fange ich also ganz außen mit dem Pylon an. Ja, ich auch. Auch wenn das dicht so aussieht, aber es ist ganz außen. Ich versuche ganz außen mit dem Pylon anzufangen. Keine Ahnung, ob das ganz außen ist, aber... So, ich schicke mir eine Probe raus. Das ist gut. Die wird dann zwar für immer verloren sein, aber... Ich kann nicht versprechen, dass das ganz außen ist. Ja, guck doch mit deiner Probe nach. Die hat doch sowieso gerade nichts zu tun. Ach, Mann. Immer habe ich hier so dumme Probies. Ja, das ist scheinbar ganz außen. Warum machst du das denn jetzt, Saug? Mach doch zu! Geht das mit einem Ding? Ja! So. Ja, toll! Jetzt sag ich mal... Boah, du bist scheiße. Geh doch kacken. Hast du doch gerade schon. Ja, das stimmt. Hat wieder den Betrieb meilenhaft vor allen Dingen. Meilenhaft! Sternstundenlang hat er den aufgehalten. Meilenhaft, sternstundenlang. Ja, Lichtjahre lang. Das würde ich nicht sagen. Der Lichtjahre gibt die Entfernung an. Boah, diese ganzen Schlaum. Das ist ein Big Bang Theory Zitat gewesen. Habe ich nie mag ich nicht. Doch, ich fand das geil. Früher. Nee, früher, damals. Früher war mehr Lametta. Ne? Das Schöne ist, dass dieser ganze Nerd-Kram, beziehungsweise dieser ganze Physik-Kram, der da an der Wand steht, den hatten wir im Physik-Leistungskurs. Das war also nichts besonders Hochwertiges. Du hast also es war kein Uni-Physik. Physik-Leistungskurs gehabt? Ja, ich habe Physik-Leistungskurs gehabt. Nein, dass du Big Bang Theory im Physik-Leistungskurs hattest. Ja, das, was auf den Tafeln in Big Bang Theory steht, waren nämlich nur, sind eigentlich immer nur Summen und Produktzeichen. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, sieht aber kompliziert aus. Ja, ich kenne mich da nicht aus. Ich ja, eben, deshalb machen die das. Also die machen das nur, weil es kompliziert aussieht. Jetzt muss ich den Kyberchor bauen. Wobei inzwischen haben sie, glaube ich, ein paar kompliziertere Gleichungen auch gebaut. Weiß ich nicht. Er guckt ja immer nur so komische Sportarten, die kein Mensch mag. Das stimmt. Ich spiele auch nur so komische Sportarten, die kein Mensch mag. Was heißt, die kein Mensch mag? Das stimmt ja nicht. Ich meine, das wird. Die kein Europäer mag. Moment, hast du gesehen, was für Einschaltquoten der Super Bowl hatte? Ist ja nicht Braunschweig total gut in Deutschland? Ich glaube schon. Die sind, glaube ich, 78 Mal deutscher Meister gewesen. Es wird auch ein Road Rush. Ja, die New York Lions. Die New Yorker Lions sind das, ne? Ja. New York Lions? Nee! Doch. Es gibt die New York Giants und die New York Jets. Nein, Deutschland. New Yorker Lions. Ach so. Die Deutschen kenne ich nicht. Ja, du spielst da jetzt professionell in der ersten Liga. Ja, professionell, habe ich natürlich gesagt. Ich glaube nicht, ja. Wollte schon ein Autogramm holen von dir, deshalb. Dann müsstest du aber auch ein professioneller Läufer sein, weil du kannst hier laufen. Ja. Das stimmt wirklich. Ich kann laufen. Das ist wirklich wahr. Das ist Insiderwissen, aber ich kann laufen. Ich dachte, ich hätte einen Adept gebaut, aber ich habe einen Stalker gebaut. Ich spiele ganz schlecht, Sarok. Ja, ich habe noch keinen Mothership-Kurs. Sag mal was von schlecht spielen. Das ist nicht so gut. Bau jetzt bitte gleich den Pylon an den Rocks, ne? Oben? Oben. Ich baue den oben. Bei dir halt. Halt! So, ich habe irgendwie das Gefühl, also das sind keine Echsen bei dem Gegner irgendwie, warum auch immer. Das irritiert mich. Ich mache mal, also, wenn Roaches kommen, Immortal. Einheiten bauen. Die haben es auf unsere Sonden abgesehen. Oh, da ist das Oracle. Warum kommt denn immer ein Oracle zu mir? Ja, vor allem, der kommt dann auch gleich zu mir! Warum ist denn der Mothership Core jetzt genau dahin geflogen? Ja, jetzt ist er sowieso gleich ohne Energie. Ist das wieder einer, der sehr viel Energie auf seinen Ort sammelt?
Nee, es war okay, viel Energie. Ich war einfach nur schlecht vorbereitet. Aber das ändert sich jetzt. Sieh's! Hinterherläufen muss er hinterherläufen. Wo ist es denn da? Hinterherläufen. Wo kommt denn der groß angekündigte Push? So, Oracle ist tot. Wo kommt denn der groß angekündigte Push? Die haben jetzt erst diese Hedge genommen. Ich weiß nicht, ob er vorher eine andere Hedge gemacht hat, ob er den Sarg gemacht hat und seinem Mitspieler die Echsen geklaut hat. Da kommen Roaches auf jeden Fall. Uns fehlen Mineralien. Sie brechen durch. Nein, ich hab nicht aufgepasst. Das stimmt. Ich baue übrigens Immortals, ne? Ja, das hast du jetzt schon 30 Mal gesagt, oder nicht? Ja, weil das vergisst immer die Vergessung. Das wird immer in Vergessen immer. Das, also, weißt du Bescheid? Was? Ne? Was willst du sagen? Was möchte dieser Typ mir mitteilen? Ey, geh mal arbeiten. Stehen da rum und denken, das ist hier Paddy und so. So, Party? So, Party. Ist denn eigentlich Immortals überhaupt das Richtige gegen Roaches? Das ist korrekt. Aber der Gegner spielt auf, ne? Weiß Bescheid. Voltres. Dagegen sind die nicht so geil. Da habe ich Stalkers, aber die sind auch nicht so geil. Wobei ich denke, Voltres. Storm, das weißt du doch. Und Arkins. Das weißt du doch. Mit Storm treffe ich nie. Gegen Voltres die chargen? Da kannst du nicht verfehlen. Ja, vielleicht mit diesem Rollador-Modus, aber sonst... Was ist hier eigentlich jetzt los? Guck mal, ich hab Sentries gebaut. Hier fliegt irgendwas Lautes vorbei. Was Lautes? Ja. Hast du einen Observer gebaut? Gleich. Die haben diese Base genommen? Du, das ist schon. Weil der Zerg wirklich den Zauber gemacht hat und die Base geklaut hat. Jetzt sag allen Ernstes, wie kann man denn den Zahlrock machen? Jetzt ganz im Ernst. Okay, es werden echt Mars Voltres übrigens. Müssten wir eigentlich da irgendwie mal einschreiten? Ja, ich hoffe, dass du jetzt auf Storm gehst. Jetzt hat er erst angefangen damit, natürlich. Ja, natürlich. Ich dachte, komm, Roaches! Ich habe von 2 Minuten drüber geredet. Ja, aber das ist ja schon eine viel, viel veraltet. Ich kann heute nicht, ne? Zarok geht nicht. Viel, viel veraltet, du! Bei dem kam es auch nicht so geil im letzten Spiel. Doch, eigentlich schon. Ist auch schon wieder viel zu viel Gas, aber ich kann diesmal High Templar gleich. Wo ist denn eigentlich mein Cybernetics-Girl? Ich finde ihn nicht. Da vorne. Ich finde meinen Stalker toll, der da vorne patrouilliert. Ich mach mal einen Arken. Nee. Ich mein nicht. Nee. Nee. Aber ein paar Zealots baue ich dann doch. Oh, Nidus, bei dir? Nee, bei. Wo ist der Nidus? Ich glaube, hier ist der Nidus. Da, wo du gepinkt hast, ist nix. Doch, im Fog of War. Nicht in deiner Mainbase. Oh. Ja, Swarmhouse. Töten, ausweiten und Dosen öffnen. Nein, meine Worte sind zu lang. Weg. Ja, weg, wir hätten den Nidus killen müssen vorher. Dann hätten wir alle Swarmhouse bekommen, Sarg. Das war dumm. Nicht fighten. Warum fightest du denn jetzt? Ich weiß es nicht, weil die dann alleine machen. Aber das war nicht schlau, Sarg. Das hätten wir früher machen müssen. Bau da wieder einen Pylon hin. Jetzt. Schnell. Sarg? Baust du jetzt einen Pylon? Da kommt schon wieder ein Nidus. Den kriegst du alleine, oder? 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 Ja. Bau weiter Pylons. Wir müssen immer sehen, ob irgendwas kommt. Also, du musst die verteilt bauen. Jetzt kommt er bei mir. Hast du Geld über? Dann gib's mir ganz schnell. Schnell! Hab ich gemacht. Ja. Er schreit. Er ist tot. Er bläst. Er bläst. So, dann gehen wir halt wieder zurück. Meine Güte. Upgrade durchgeführt. Vorne, ganz vorne. Ja. Wenn irgendwas auf der Map blinkt, dann sehe ich das schon, Cyborg.
Wenn das nicht deine Einheiten sind, die angegriffen werden, kannst du das immer ignorieren. Okay, ich muss aber jetzt trotzdem mal eine Echse nehmen. Ich bin... Ja, natürlich musst du das. Es wundert mich sowieso, dass du die noch lange nicht hast. Ja, ich dachte, da kommt was, aber da kam nichts. Die Information war voll veraltet. Dafür brauchen wir mehr Pylonen. Habe ich eigentlich irgendwo jetzt den Observer? Lebt der noch? Ist der hingefahren? Da ist er. Ich habe Observer in der Armee. Haben wir jetzt alles abgedeckt mit Pylons. Hier musst du auch noch einen Pylon bauen. Sofort. Ja, müsste aber jetzt okay sein. Irgendwo ist aber ein Neides. Aber eigentlich dürfte er nicht in unserer Base sein. Bleib mit deinem Observer vorne stehen. Stopp, 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 stopp. Vorne. Du fährst immer noch mit deinem Observer, ne? Das ist dir hoffentlich bewusst. Nein, ich hab doch einen hier. Ja, aber lass ihn doch mal stehen, der war bei den ganzen Void Rays. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Die Basis unserer Verbündeten steht unter Beschuss. Jetzt sind das Swarmhost, das ist okay. Ja, es wäre aber schön, wenn die Swarmhost töten können und nicht immer nur den Neides. Kalibriere Linsen. Sonst kannst du ja nie mehr exen. Das stimmt. Und du musst die Pylons wieder nachbauen. Wo ist die Probe hin? Und hör auf, aus der Babe. Du rennst hier mit 78 Zettels gegen meinen Eidenberserker. Lass das. Der ist irgendwo links. Ja. Wahrscheinlich auf der exakt gleichen Seite. Der hat noch keinen einzigen Gramm Schaden gemacht. Was will der denn eigentlich? Doch, der hat einige Pylons von dir abgehauen. Der will uns einfach nerven. Ja, aber Schaden ist ja jetzt für mich eher das, was man so beim Gegner anrichtet. Wenn du verstehst, was ich meine. Sorg, wir müssen hier gleich weg, ne? Also, wir müssen pushen gleich. Okay. Weil ich fahre dir die ganze Zeit alleine. Könntest du mal aufhören, bitte alle deine Observer in den Tod zu schicken vorne? Lass das doch mal einfach. Ja, gut. Mach dann nicht, er fährt einfach weiter. Ich kann ihm das 18 Mal sagen, ignoriere ja, ich hab einfach. Ja, ich hab doch nur einen hier, ist alles gut. Ja, aber du sollst ihn nicht einfach in den Tod schicken. Wir können ihn doch vorne gebrauchen, wenn du nicht in den Tod fliegst. So, push. Warte eben, bis die Locust gespawnt haben und dann pushen. Und zwar jetzt, Cyborg. Nicht da stehen bleiben. Leider kein Zealot Charge. Ich bin auf dem Weg, ne? Also... Ja, warte eben, bis die Locusts weg sind. Oh, Carrier, vorne. Jetzt müssen wir pushen. Okay. Wenn die hinten Dingens spawnen, dann ignorieren. Du musst auch ein bisschen in die Air helfen, ne? Storm auf die Air, bitte. Mach ich, hab ich gedrückt. Ich hab gedrückt. Ich drücke. Ja, alles tot. Danke, Zarok. Ja, der macht halt nichts. Ja, du hättest ja vielleicht auch ein bisschen anders laufen können. Wie du gelaufen bist, war klar, dass da nichts passiert. Dass das Blizzard nicht so gut kann. Nein, du musst aber auch noch selber was machen. Aber wir haben trotzdem noch relativ viel. Jetzt sind halt leider die Swarmhosts da. Naja, ja, relativ viel ist... Ja, du hast halt alle Templer gewastet. Naja, gewastet würde ich jetzt nicht ja, sagen. Ja, doch, würde ich schon sagen. War halt du musst wieder... halt ein bisschen auch mal... Ich laufe da nach oben, ohne dass jemand was sagt! Ja, weil du da hingeklickt hast. Du hättest es weiter unten klicken müssen. Die waren ja gar nicht da, wo du gestormt hast. Ja, aber das sah grafisch so aus. Nein. Ach, Zarok. Und das war aber sowieso bescheuert, dass du da mit den Swarmhost nicht gedealt hast. Wir hätten den Neides halt abräumen müssen, aber... Wir haben den zu spät abgeräumt. Einfach. Jetzt nimm an. Ach so. Ich dachte, wir wollen die Folge beenden. Wir haben ja schon viel zu tun. Nein, wir beenden nicht mit einer Niederlage, die so endet. Aber der Zerg hatte halt nix. Und wir hatten zusammen auf jeden Fall deutlich mehr als der Protoss. Aber wir haben es leider nicht genutzt, das Potenzial. Das war sehr ärgerlich. Das war sehr, sehr ärgerlich. Du hast ja auch irgendwie überhaupt keine Worker mehr gebaut. Du hast sie komplett gestoppt nach Minute 6. Nein, weil... Doch. Warum denn? Ja, frage ich mich auch. Ja, so, aber diese Map bringt uns Glück. Was? Auf der haben wir vorhin raus, die letzte Folge schon gewonnen und ich habe die auch schon mal alleine gewonnen. Also, jetzt bin ich auch noch Terraner, also... Ja, die Gegner übrigens auch. Oh. So. Ich bin der einzige Fremde hier auf dem Planeten. Ja, dann rush doch mal auf Kolosse. Auf Storm. Achso.
Nee, es ist Storm will ich bei dir jetzt nicht mehr, nachdem was letzte Folge passiert ist. Puh, ich mach das, was ich will. Storm-Diplom ist aberkannt. Ich mach mir die Welt wie die, wie die, wie. Nee, Winnie wie die Wiki ist unser Gegner. Hey, Pipi Langstrumpf, Hey, Pipi Langstrumpf. Da müsste der auch kennen, das lief, glaube ich, auf Kika. Vor allen Dingen ist das in abgewandelter Form immer der Fangesang von Werder Bremen. Ja, wer guckt denn Werder Bremen? Ja, alle schlauen Leute. Alle schlauen Leute. Jo. Ist bekannt, Bremen ist die Stadt mit dem höchsten Intelligenzquotienten. Und ich musste auch nicht lachen bei dieser Ansage. Da müssen wir auf die nächste PISA spielen. Immerhin haben die, glaube ich, weniger AfD-Wähler als Bayern. Aber das ist doch nicht so der, viel. Der Osten hat ganz viele AfD-Wähler. Ja, und Bayern. Das weiß ich nicht. Bayern hat normalerweise immer CSU-Wähler. Ja, aber auch viele AfD-Wähler. Also ich glaube, die lagen da irgendwie bei 16%. Niedersachsen glücklicherweise nur bei 8,9. Das lässt hoffen. Jetzt fertig, ich bin Cybercop. Aber man kann ja hoffen, nachdem Petri jetzt rausgetreten ist, dass sie sich selbst zerfleischen gegenseitig. Petri ist rausgetreten? Ja. Die AfD verlassen. Keine 24 Stunden, nachdem sie gewählt wurde. Nee, die wollte nur nicht in den Tag da. Die ist aber heute auch ausgetreten. Gestern hat sie angekündigt, dass sie... Also, sie wird jetzt austreten. Das hat sie heute angekündigt. Dann haben wir bald in Bayern einen neuen Ministerpräsidenten. Präsidentin. Ich glaube nicht, dass es in Bayern möglich ist, dass eine Ministerpräsidentin es geben kann. Das alles ist möglich. Erst in 100 Jahren vielleicht. Wenn so, Donald Politik auf dem Stream ist nie gut, beziehungsweise auf dem Stream? In einer Aufnahme. Ja, das ist halt die Standardaussage von Tech-TV gewesen. Wenn Donald Trump amerikanischer Präsident werden kann, dann kann auch in Bayern eine Frau Horst Seehofer werden. So. Kann auch eine Frau Horst Seehofer werden, alles klar. Boah, hab ich dann endlich mal wieder Supply frei, ich will eine Einheit. Einheiten bauen. Hast du jetzt auf Kolosse gerusht? Nee, weil ich... Warum nicht? Keine Robo, weil ich erstmal expandieren wollte. Wenn das okay ist. Nee, ist nicht okay. Aber das Problem ist, wenn wir jetzt beide, wenn beide Spieler jetzt auf Reaper rushen, machen sie aber nicht. Das ist schon mal gut. Einer hat schon mal Marines gebaut, das heißt... Das freut mir. Ich weiß nicht, ob mir das freut. Ich habe gegen Marines schon ordentlich aufs Pressbrett gekriegt. Ich glaube, Reaper machen mehr Schaden am Anfang. Was ist eigentlich aus deinem Zarok Oracle geworden? Früher hast du mal das Zarok Oracle gespielt. Keine Ahnung, das funktioniert irgendwie nicht so, wie ich mir das vorstelle. Wenn ich so ein Oracle spiele, dann will ich schon, dass ich dann... Ne. Das Spiel beende. Damit. Ja, so ist der eigentlich der Plan dann. Ja, das funktioniert nicht. Na? Ein Oracle, weil der Gegner denkt sich, oh nein, der ist viel zu... Das klappt immer nur gegen mich, neuerdings. Habe ich da was verpasst? Was ist da los? Ich rush immer auf Double Stargate oder so und baue dann keine Defense. Oh, was hat der denn schon alles gebaut? Auf was geht der denn? Auf alles mit Schaf, oder? Ja. Okay. Könnte ein schneller Drop werden, tatsächlich, weil er hat eine Factory schon fertig, einen Starport schon fertig und sah jetzt so aus, als wollte er gerade switchen. Der ist aber nicht gut, oder? Oh, ich habe meinen Starport verschlafen. Oh, mal wie du meinst. Wir brauchen mehr Mineralien. Wer fertig jetzt, du Luschen? Luschen, Lubin. Ja, Adepten kann man gegen Marines immer bauen. Hab ich ja, gehört. Das ist korrekt. Also, hab ich gehört. Also, und Pylons in Position, das hast du zum Beispiel nicht. Was sind deiner Ram steht mal wieder keinen Pylon, wie immer. Ja, die kommen doch, wenn dann gedroppt. Nö, wir können auch einfach vorne reinpushen. Auch das gibt es. Das machen die nicht. Das würden die sich nie trauen gegen mich. Meinst du, die haben im Ladebildschirm gesehen, oh, da ist der Zarok bei. Der ist immer bekannt für seine gute Drop-Defense. Der größte Held fällt. Ich glaube, wir müssen öfter gegen Zuschauer spielen. Ich weiß noch, wie wir einmal gegen den Zuschauer gespielt haben und Zarok völlig ausgerastet. Das werde ich nicht mit diesem Spieler nehme ich nicht mehr an. Ja, habe ich dann auch nicht gemacht. Absolute Beleidigung für mich. Er will das Spiel ja nicht spielen. Die machen übrigens leider nichts mehr. Fand ich schade. Hier, Mutti-Bären-Bande. Ja, finde ich aber gut. Also, unten kommt ein Push. Könnten uns sandwichen leider.
Ich habe leider auch keinen Tank. Ich habe auch noch keinen Koloss. Also wir sollten auf jeden Fall gleich zusammen dagegen fighten. Entweder kommst du gleich, um mir zu helfen von der Seite, oder ich komme um dir zu helfen von der Seite. Wo sind sie denn jetzt hin? Da kommen sie. Bei dir. Das sind aber nicht so viele, als würdest du damit nicht klarkommen. Ja, ich habe aber keinen Stim nicht. Leider. Ja, aber guck mal, das ist doch gar nichts, was da kommt. Doch, da war ja noch viel mehr. Achso, okay, jetzt muss mir helfen. Dann komm. Hilfe! Sarok, warum kommst du denn nicht? Ich eile! Das ist ja nicht so viel, ich bleib hier erstmal stehen und guck mir das an, bis der Nergo tot ist. Nee, ist ganz so schlimm wird er nicht. Ja, ich hab nichts mehr. So, gehalten, alles gut. So, das war auch nur einer, oder? Ich glaube, das waren beide. Sicher? Dafür war das ja, aber echt schwach. Sicher, das war ein blauer und ein lila. Ne? Also hätte ich Stim gehabt, hätte ich es halt auch halten können, aber ich habe irgendwie ziemlich gefailt mit der Erforschung von Stim. Nur nochmal zur Information, das waren beide. Das war ein blauer und ein lila. Ne? Ja, okay, bei mir sind sie halt immer rot. Bei mir ist der Gegner immer da rot. Da habe ich aufgepasst, das waren auf alle Fälle beide. Ich habe übrigens einen Koloss jetzt. Ne? Ja, habe ich gesehen. Der hat auch einen Marine getötet, glaube ich. Nee, der hat einfach die. Der ist wie du in Counter-Strike, der hat einfach die Menge gesprayt. Ja, ich glaube, sobald er da war, haben die evakuiert. Die haben den großen Jungen gesehen und. Oh, dann ging aber das Flattern. Oh, sie kommen, vorne. Warum bist du eigentlich wieder weggerannt? Sarah rennt einfach wieder weg nach Hause. Jetzt habe ich einen Stim, aber es hilft jetzt leider nichts. Fokusfeuer mit dem Koloss auf die Tanks. Auf die am besten die zwei links. Nur mit dem Koloss bitte. Der Rest hätte einfach nochmal weiterschießen sollen. Mein Koloss schießt nicht mehr. Oh, ich habe eingeladen. Immer lade ich aus Versehen Einheiten ein. Das passiert mir ständig. Okay, aber dann sind wir jetzt meilenweit vorne. Also die haben nochmal alles donated. Wasted. Habe ich eigentlich jetzt schon? Ja, dann kann ich auch Adepten-Upgrade nehmen jetzt. Kann ich eine Echse nehmen, ohne dass wir Gefahr laufen? Ja, du hast hier drei Free Bases nochmal. Ach, die sind free? Ja, auf jeden Fall sind da Rocks nochmal. Wenn du auf die Rocks aufpasst, gut, sie können natürlich droppen, sind Terraner, ne? Sind Terraners? Wie liegen wir eigentlich im Spiel? Gut. Das ist gut. Also das Problem ist, dass meine Armee nicht so stark ist, aber... Ich hab Kolosse. Kolosse sind immer gut. Ja, bis sie dann anfangen, Mars... Also du solltest jetzt einen Switch auf Storm vorbereiten, ne? Bis sie dann anfangen, Mars Viking zu spielen. Genau. Da sollten sie jetzt anfangen mit. So, ich mache jetzt gerade mal was hier. Zack. Dann gehe ich jetzt mal auf Storm. Auf Storminator, ja. Und... Zack. Also dann baue ich jetzt keine Kolosse mehr, ne? Wie viel hast du denn? Drei. Ja, einen vierten kannst du noch bauen und danach kannst du eben Models aus dem Ding spawnen. Unten bei dir in der Natural, an der Base wird gedoomdroppt. Nee, Shade mit deinen Adepten. Shaden. Die sind übrigens überall, ne? Hast du geshadet? Nein. Ja. Talk shadet nicht. Ein Zahlrock muss nicht shaden. Das ist wie ein Lothar Matthäus. Hier, der ist doch. War aber jetzt auch eher minderwertiger Erfolg. Die kommen wieder vorne, weiter. Push mal, nee, push mal hier hin, bitte. Okay. Attack move. Wobei, hier war noch wieder was. Also Reinforcement, also gleich einmal in der Main nochmal warpen und da nochmal was hinschicken. Und wir pushen jetzt. Du hast geleckt, ich hab nichts verstanden. Hier nochmal hinpushen mit Stalkern. Aber neun geworpen. Und mit dem Rest pushen wir jetzt nach vorne. Nehmen hier die Rocks raus. Der Mineraliencluster gibt nichts mehr. Dafür reicht die Energie nicht. Tut mir leid, Partner. Da können wir nicht bauen. Bei dem Mineraliencluster gibt es nichts mehr zu holen. Der hat sich weggezogen. Könnte fast meiner ist abgehauen. Pushen. Ich
hole mir noch ein paar Einheiten von hinten. So, jetzt geht's weiter. Ja, sie haben uns aber jetzt... Sie wissen, dass wir kommen. Ja, ich glaube, eine Planetary. Es wäre gut, wenn wir die vorher eben abräumen, bevor die fertig ist. Das ist ja überhaupt kein Problem. Der doch gecancelt. Ich habe leider keinen Scan nach vorne. Ich weiß nicht, was jetzt hier kommt. Nicht so viel. Können wir pushen. Liberator sind scheiße. Könnt ihr kommst mal du, aufhören? Kannst du vielleicht mal kommen? Ja, meine Leute haben wieder lieber das Gas angegriffen. Ja, das ist ja auch typisch. Deshalb macht man da ja dann auch wieder einen Tech-Move. Ich habe jetzt aufgehört, hier zu laufen. Kannst du vielleicht auch mit dem Koloss mal aufhören, das Blöde anzugreifen? Ja, Mann, ich habe übrigens 18 Widowmines gefressen. Hallo, angreifen! Ja, ich habe Koloss fokussen. Nicht den Koloss, natürlich. Was? Mit dem Koloss die Tanks fokussen. Fokus doch. Habe ich gemacht. Ja, offensichtlich nicht. Wo sind deine Reinforcements alle? Hast du wieder kein Warpress mal gebaut? Das ist korrekt. Warum nicht? Du hast doch aufgehört, Kolosse zu bauen, dann kannst du die doch nutzen. Ja, dann hab ich doch standardmäßig vergessen, du kennst mich doch. Aber wir haben eine Base. Ja, weiter Reinforcements nach vorne schicken. Was machst du denn? Hast du jetzt wieder alles hinten oder was? Ja, ich dachte, wir bleiben hier. Wir können finishen. Ich hab die ganze Zeit gewartet, dass deine Reinforcements kommen. Ja, ich dachte, du musst, dann musst du auch sagen. Tut mir leid. Dann bleib da wieder zu Hause stehen. Ja, so, Tanks sind alle tot. Ja, aber du siehst doch, dass ich noch weiter vorne bin. Ist doch jetzt nicht überraschend. Für mich schon. Da sind noch Liberatoren. Ja, ich warte ja mal, dass irgendwann auch nochmal du ankommst. Wo sind deine Reinforcements? Hast du jetzt einen Warpresser gebaut? Ja, wo ist das hingeflogen? Direkt hier. Wo ist das denn? Das ist. Ich kann das nicht anklicken, weil das in dem Koloss steht. Ja, dann Move-Commande doch ein bisschen. Ich hab mal das Gefühl, dass du das erste Mal dieses Spiel spielst. Was sind das so, jetzt hattest du wieder nichts vorne. Ich glaube, du hast nicht drauf. Nicht alle deine High Templar Move Commander nach vorne schicken. Was machst du da für ein Selbstmordattentat? So, warpt er jetzt hoffentlich mal Zealots. Danke. Das ist der Plan. Du wirst übrigens hier gerade getötet. Mothership Ground Position fliegen. Das zu defenden. Kommst du jetzt mal? Kann ich eingehen, dass ich hier einmal anrenne alleine? Storm, 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 Storm! Wo sind die denn? F2 im Notfall. Und immer Arkins morphen, wenn du quasi stirbst. Ja, wir müssen jetzt zurückziehen. Also, hast du wieder nicht nachgeworbt? Und guck, dass du hier das defendest mit dem Mothership Core. Jetzt schick doch die Stalker auf das Dropship! Warum machen die wieder nichts? Boah, ich hasse die, ich hasse es. Ja, du musst doch mal was machen. Fokusfeuer auf das Medivac. Jetzt hast du dich wieder verbuggt da. Blink hat er auch wieder nicht erforscht. Ja, weißt du, wenn ich denke, wenn da was in der Nähe ist, dann schießen wir schon drauf. Nee. Ja, die waren aber nicht in der Nähe, die waren 8 Kilometer entfernt. Kannst du wieder vorne warpen, wir müssen pushen. Wir müssen das Spiel jetzt beenden, langsam mal. Wer ein Talent. Kommst du jetzt? Zyrok? Du musst was vorrennen. Denn? Push doch jetzt mal! Geh auf die Tanks! Ja, nicht so schlau vielleicht, wenn andere Tanks geschieht stehen. Geschieht. Mein Gott, da hat er es hier wieder unnötig spannend gemacht, der Zarok. Schieß! Zarok ist immer hier derjenige, der das Spiel nochmal spannend machen will. Ja, ich bin halt für die Fans, ne? Für die Fans! Das ist noch ein Tank, ne? Ich weiß. Auch mal da rauf. So. Tanks weg. Mach mal den Stab. Oh nein, nicht da rein! Mach mal den Liberator da. Ja. Sieh! Warp einfach mal nach, dann klappt das schon. Mach ich doch! Er kam, sah und verlor. Vini, Vidi. Was heißt verliert? Luseri. Weiß ich nicht mehr. Opugnare heißt kämpfen. Das weiß ich noch. Neue Warchefs, Stufe freigeschaltet. Das ging aber schnell. Hatten wir das nicht in der letzten Folge erst? Phase 1, abgeschlossen. Warum ich nicht? Hallo? Weil ich viel besser gespielt habe. Nee, würde ich so nicht sagen. Ich du bist auch vielleicht nicht. Im Schreien besser. Aber ich reinforce besser als du. Das kann man nicht abnehmen. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr vorher klicken. Unten rechts ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.